In einer berühmten Szene des Films Matrix möchte der Anführer einer kleinen Widerstandsbewegung, auch das wissen Sie wahrscheinlich alle, mit dem Namen Morpheus, den Helden des Films Neo davon überzeugen, aus künstlich von Maschinenprogrammen hergestellten Weltbezügen herauszutreten. Wer kennt von Ihnen den Film? Okay, Gott sei Dank. Das ist heute gar nicht mehr so selbstverständlich. Neo weiß nämlich bisher noch nicht, dass sein bisheriges Leben als Angestellter einer Softwarefirma ein Scheinleben ist und er tatsächlich nur in einem Brutkasten wie ein Gehirn im Tank vegetiert. Ein berühmtes Gedankenexperiment. Wir befinden uns dem Film zufolge in einer dystopischen Zukunft und in dieser Zukunft saugen krakenähnliche Riesenmaschinen Neo die Lebensenergie, also die Energie, die sein Körper erzeugt, ab, so als sei er so etwas wie eine Duracell-Batterie. Davon leben diese Maschinen und alle möglichen Menschen leben in diesen Brutkästen und erzeugen Energie. Und damit sie das tun und nicht verelenden, kriegen sie diese ganze Fantasiewelt projiziert und das ist quasi unsere Erscheinungswelt und weil die irgendwie unterhaltsam ist, zum Beispiel wie so eine Vorlesung jetzt, leben die weiter und generieren weiter für diese Maschinen Energie. An einer Stelle nun im Film richtet Morpheus, der Anführer dieser Untergrundbewegung, folgende Worte an Neo. Er sagt, What is real? How do you define real? If you are talking about what you can feel, what you can smell, what you can taste and see, then real is simply electrical signals interpreted by your brain. Morpheus sagt diese Worte zu Neo, um ihn darauf hinzuweisen, dass alles, was Neo für wirklich hält, auf nichts anderem beruht als auf elektromagnetischen Impulsen seines Nervensystems. Insofern sollte es ihn auch nicht verwundern, dass es sehr unterschiedliche Quellen für die elektronischen Signale in seinem Gehirn geben kann. In diesem Fall eben ist es ein elektronischer Schaltkreis einer Computersoftware Matrix genannt, die sich mit dem Signalschaltkreis von Neos neuronalem Nervensystem kurzschließt. Der Plot des Films beruht dann, wie Sie alle wissen, in seinem weiteren Verlauf darauf, dass es neben der Pseudorealität des Lebens im Algorithmus der Matrix noch eine andere Realität gibt, nämlich diejenige, in der Morpheus außerhalb der Matrix der Anführer einer Widerstandsgruppe in seinem Kampfschiff Nebukadnezar ist. Für Morpheus ist nun ganz selbstverständlich, dass diese Wirklichkeit nicht vergleichbar mit der neuronal gesteuerten virtuellen Wirklichkeit ist, in der Neo so viele Jahre sein virtuelles Leben als Computerangestellter führt. Auch wenn ein solches virtuelles Pseudo-Erleben natürlich vom Standpunkt des Subjekts aus gesehen objektiv das Erleben des Bewusstseins ist, das ist ja quasi zwar subjektiv, aber in dem Sinne natürlich objektiv, es wird ja eingespeist, ist es in dem Sinne unbezweifelbar wie das Erleben eines Traumes, so suggeriert doch der Film, dass das Leben in der Matrix defizitär eben ist gegenüber dem Leben außerhalb der Matrix. Sie sehen hier auch ein ganz klassisch platonisches Bild quasi des Lebens in der Höhle, einer Art Zwei-Welten-Lehre. Da draußen ist die wirkliche Wirklichkeit, in der Matrix leben wir wie in einer Höhle der falschen Illusion. Also die erste Welt in der Matrix ist illusorisch und die zweite ist real. Worin aber liegt nun genau der Unterschied zwischen dem Wahrnehmungssystem von Morpheus als einem Wesen, das außerhalb der Matrix zu leben fähig ist, und demjenigen von Neo, der nur innerhalb der Matrix gelebt hat? Schließlich leben beide in Beziehung zu ihrem je eigenen mentalen Erlebnisstrom, der als solcher für beide nicht an Objektivität zu hinterfragen ist. Der Unterschied besteht nun für Morpheus darin, dass vieles von dem, was er mental außerhalb der Matrix erlebt, dass vieles von dem auch außerhalb seines Bewusstseins existiert und von dort her abgeleitet ist. Demgegenüber existiert das virtuell Irreale, dem Neo in seinem Brutkasten ausgesetzt ist, ausschließlich im Bewusstsein von Neo, als mentaler Erlebnisstrom ohne Außenwelt. Morpheus beweist dies Neo, indem er eine virtuelle Zwischenwelt, Construct genannt, eröffnet und diese in ihre neuronalen Gehirnbahnen zeitgleich einspeist. Das ist ja die berühmte Szene, von dem das Bild hier genommen ist. Das Construct ist also eine weiße, qualitätslose Welt,
eine Art Tabula rasa der phänomenalen Erscheinungswelt. Computerprogramme haben hier noch nicht das Gehirn mit Qualia, oder noch nicht, also nicht sehr stark, das Gehirn mit Qualia, das heißt mit qualitativen Eigenschaftsbündeln von den mental erlebten Dingen und Gegenständen versorgt, zumindest im ganzen Hintergrund der Szene. Morpheus kann mithilfe dieser Zwischenwelt dem noch ungläubigen Neo dann den Unterschied zwischen diesen beiden Formen der Realität erklären. Nämlich in der einen Realität existiert Morpheus' Schiff, die Nebukadnezar, tatsächlich, da das Raumschiff auch dann noch existieren würde, wenn niemand es wahrnehme. In der Welt des Konstrukt dagegen verhält es sich nicht so. Der dort stehende Fernseher existiert nicht unabhängig von der Wahrnehmung im Gehirn, die durch das eingespeiste Computerprogramm erzeugt wird. Kurz, der Fernseher im Konstrukt ist nur durch die Wahrnehmung existent und die Nebukadnezar eben nicht. Oder anders gesagt, Morpheus, der im Vergleich mit Neo außerhalb der Matrix lebt, erlebt seine Qualia, das heißt seine subjektiv-mentalen Erlebnisgehalte, im Kontakt mit sogenannten Tatsachen, auf die sich seine Gedanken wahrheitsfähig beziehen können, eben die Tatsache, dass da wirklich eine Nebukadnezar ist, ein Raumschiff, während bei Neo die Qualia nicht ihre kausale Quelle in wahrheitsfähigen Tatsachen haben, sondern eben nur in traumähnlichen Simulationen, die von Algorithmen erzeugt werden. Also sehr, sehr leicht nachvollziehbar. Das eine, da gibt es wirklich eine Relation of Fit zu dem sinnlichen Anschauungsmaterial da draußen in der Welt, und bei dem anderen gibt es nur einen Algorithmus, der diesen Kontakt mit einer Wirklichkeit nur illusionär erzeugt. Diese Differenz zwischen wirklichen und virtuellen Realitätsbezügen entspricht eigentlich ziemlich genau unserer Alltagspsychologie in Bezug auf unsere Träume. Wir halten das, was wirklich ist, für etwas, was unabhängig von uns da draußen in der Welt ist, während die Repräsentationen unserer Träume sich auf keine wahrheitsfähigen Objekte beziehen. Wir erleben das ja auch, wenn wir aufgewacht sind, dass diese Objekte auch so komische Eigenschaften haben. Sie sind selten ganz konstant durch die Zeit mit sich identisch, können sich in einer extremen Weise verändern, obwohl wir das im Traum nicht als irritierend erleben, als die Gegenstände, die quasi durch die Zeit andauern in den Erlebnissen, die wir machen, wenn wir wach sind. Die Wiese, die ich im Traum sehe, entspricht der Wiese, die ich im Traum sehe, entspricht keine Wiese, die mich sinnlich affiziert, wenn ich durch den englischen Garten laufe. Und würden wir hier nicht in diesem Vorlesungsraum sitzen, würde niemand von uns glauben, dass der Vorlesungssaal verschwunden wäre und erst wieder auftauchen würde, wenn wir wieder anwesend wären. Insofern verstehen wir problemlos die Differenz, die Morpheus erwähnt, eben weil sie unserer Alltagspsychologie entspricht. Die wirkliche Welt der Dinge da draußen gibt unserem Körper wahrnehmbares Anschauungsmaterial, und dieses Material wird durch die Enden unserer Sinnesrezeptoren in Form von neuronal-elektronischen Signalen an unser Gehirn weitergeleitet und dann dort durch unsere syntaktischen und semantischen Fähigkeiten in repräsentierbare Gedanken über Tatsachen in der Welt vereint. Dann gibt es die Welt da draußen, sinnliche Anschauung, Verarbeitung in unserem Gehirn, syntaktisch, semantisch, syntaktisch also von den logischen Strukturen unserer Erkenntnisform, semantisch auf der Bedeutungsebene, dass wir etwas erkennen, das ist ein Tisch, weil wir wissen, was ein Tisch ist, weil wir genau damit schon umgegangen sind und dergleichen. Und dann baut sich eine Repräsentation der Wirklichkeit auf in diesem Zusammenspiel von Input und semantisch-syntaktischer Verarbeitung. Das heißt jedoch nicht, also okay, nochmal anders, dann haben wir Propositionen, also wahrheitsfähige Gedanken, beziehen sich dann außerhalb der Matrix auf veridische, so nennt man das. Das heißt wahrheitsfähige Objekte, Tatsachen und Fakten in der Außenwelt, während das eben beim Fernseher im Konstrukt nicht der Fall ist. Das heißt jedoch nicht, dass sich Neo selbst über die mentale Wahrnehmung des Fernsehers irren könnte. Denn das kann er nicht. Wie schon erwähnt, die mentale Wahrnehmung ist ebenso real wie ein Traum oder wie das Erleben eines Schmerzes. Und das ist quasi unmittelbar. Wenn ich Schmerzen habe, dann kann ich mich in der Regel nicht täuschen, dass ich sie habe.
gibt es eine ganze Debatte über, inwiefern sind Schmerzen repräsentierbar oder nicht repräsentierbar, so quasi intuitiv, dass sie intuitiv nichts mit Repräsentation zu tun haben. Das heißt, die Wahrnehmung, die Neo hat, ist subjektiv-ontologisch nicht zu bezweifeln. Morpheus erweist sich nun in seinem Gespräch mit Neo als klassischer Vertreter der Korrespondenztheorie der Wahrheit. Auch das ist eine Theorie, die wir öfter ansprechen werden. Also wie sie sagt, ist Korrespondenztheorie der Wahrheit, es gibt einen Tatsachenteppich da draußen und unsere Gedankenpropositionen beziehen sich mehr oder weniger bijektiv eins zu eins auf diesen Tatsachen, diese Wirklichkeit der Tatsachen. Und in dem Sinne erkennen wir gemäß dieser Dualität von Gedanken, also Wahrnehmung, Gedanken und Tatsachen, auf die wir uns beziehen. Und Morpheus ist eben ein Vertreter dieser Korrespondenztheorie. Er glaubt, dass sein Urteil über die Existenz der Nebukadnezar der Wahrheit entspricht. Aber wie genau diese Korrespondenz zwischen Gedanken und Sachverhalt kontrolliert werden solle, sagt er nicht. Es gibt nämlich ein viel diskutiertes Problem in der sogenannten Korrespondenztheorie der Wahrheit, das uns in dieser Vorlesung auch immer wieder begegnen wird. Und das Problem ist folgendes. Die Korrespondenz zwischen Sachverhalt, also zwischen dem, was da draußen ist in der Welt und von dem Morpheus überzeugt ist, dass es unabhängig von mir existiert, also die Korrespondenz zwischen dem Sachverhalt da draußen und meinen Gedanken über diesen Sachverhalt, die Korrespondenz kann wiederum nur vom Gedachten und Begrifflichen aus kontrolliert werden. Oder wenn wir Gedanken mit Ideen gleichstellen, wie das zum Beispiel John Locke tut, dann könnten wir sagen, Ideen können nur mit anderen Ideen in Beziehungen gebracht werden, aber nicht mit den Dingen, die sie zu repräsentieren vorgeben. Nehmen Sie als Beispiel das Rednerpult vor mir aus Holz und Leim. Meine Gedanken über dieses Rednerpult, die zum Ausdruck bringen, dass es aus Holz und Leim ist, sind selber nicht aus Holz und Leim. Also die Begriffe Holz und Leim sind Begriffe oder sagen wir etwas abstrakter Instanzierungstemplates für Reizmustersequenzen. Also Muster, die ich erlernt habe und in denen ich hier dieses Objekt vor mir instanziere. Mit Ihrer Hilfe kann ich das Pult, das seinerseits erst durch seinen Begriff ist, beschreiben. Ebenso ist Morpheus' Urteil über die Existenz der Nebukadnezar selbst kein Raumschiff. Wenn er über sein Raumschiff urteilt, dann mit Hilfe eines Begriffs. Es gibt demnach neben den beiden bisher erwähnten Existenzbereichen innerhalb und außerhalb der Matrix auch noch einen anderen Bereich, der immer schon in der Abgrenzung beider Wirklichkeitsvorstellungen unthematisch anwesend war, ohne dass er bisher gewürdigt oder benannt wurde, nämlich der Bereich des abstrakten, gedanklichen oder begrifflichen. Er lehrt uns nämlich, dass der Gedanke über die Nebukadnezar ein ebenso objektives Ding ist wie die Nebukadnezar selbst. Also wir haben die objektiven Dinge, dann haben wir aber auch Gedanken über die Dinge und die sind natürlich genauso, in gewissem Sinne genauso objektiv wie die Dinge. Wenn ich sage, Morpheus weiß, dass die Nebukadnezar in der Raumzeit existiert, dann äußere ich damit eine Tatsache, die genauso objektiv ein Gegenstand ist, wie die Nebukadnezar ein Gegenstand in der Raumzeit ist. Wenn ich zu den Gegenständen auch abstrakte Gegenstände zähle. Das heißt, unsere Gedanken sind genauso Gegenstände wie die Gegenstände, auf die sich unsere Gedanken beziehen. Gegenstände in dem Sinne, dass es sich um objektivierbare, viridische Entitäten handelt. Natürlich abstrakt, und dennoch auch als Objekte beschreibbar. Denn darüber können wir uns ja austauschen, genauso wie wir über uns austauschen können über die Eigenschaften eines Gegenstandes. Wenn wir aber nicht mit Ideen die Dinge da draußen genau abbilden, sondern mit Ideen nur wiederum andere Ideen zur Darstellung bringen können oder mit Gedanken nur wiederum andere Gedanken zur Darstellung bringen können, dann heißt das,
dass all das, was für uns wirklich ist, eingebunden ist in die Repräsentationsform unserer Verstandesmuster. Schließlich sind sie es, also unsere Verstandesmuster oder mit Kant gesagt unsere Kategorien, die uns erst das sinnliche Wahrnehmungsmaterial gemäß bestimmter Formen, indem wir die Außenwelt erkennen, die Nebukadnezar, Tische, Häuser, Bäume und so weiter, erkennbar machen. Wir schauen quasi nur die Wirklichkeit im Gewand von kollektiven Instanzierungsmuster unserer Spezies und glauben dann, dass diese Muster die Wirklichkeit wirklichkeitsgetreu abbilden. Und wer sollte das bezweifeln? Dann würden wir das gleich bezweifeln, könnten wir uns überhaupt nicht jetzt. Würden wir alle das von Anfang an bezweifeln, würden Sie keines meiner Worte verstehen, weil wir nicht in einem kollektiven Raum schon etablierter, vorstrukturierter Gedanken uns bewegen würden, indem wir uns hier gegenüberstehen. Wir schauen quasi nur die Wirklichkeit im Gewand von kollektiven Instanzierungsmustern. Morpheus' Überzeugung von den zwei bisher sich durch veridische Erkenntnisbeziehungen unterschiedenen Wirklichkeitsbereichen, also Leben in der Matrix, Leben außerhalb der Matrix, ist nun in der Philosophie wiederholt eben bestritten worden. Und deswegen mache ich diese Position natürlich nochmal stark, um die Naivität von Morpheus Ihnen nochmal deutlich zu machen. Und es ist besonders der irische Philosoph und anglikanische Bischof George Berkeley, der diese These vertreten hat. Okay, hier nochmal eine Zusammenfassung, habe ich alles schon gesagt. Berkeley behauptet nämlich, dass es keine bewusstseinsunabhängige Außenwelt geben kann. Für Berkeley ist die Außenwelt nur deshalb wirklich und existent, weil es das Bewusstsein von Individuen gibt, die diese Wirklichkeit durch ihre Gedanken, Begriffe und Ideen aufrechterhalten. Amerikanisch ausgesprochen, sprich, sagt man Berkeley, denn nach Berkeley ist auch die Gegend in Kalifornien benannt, aber die anglo-anglikanische Aussprache ist Berkeley. Ohne diese Ideen, also Gedankenbegriffe in unserem Bewusstsein, die wir Menschen gegenseitig abgleichen, gäbe es für Berkeley keine Wirklichkeit, keine Welt. Sprich, um das nochmal deutlich zu machen, während Morpheus von einem gedankenunabhängigen Raum von Tatsachen ausgeht, in dem sein Raumschiff auch noch dann existieren würde, wenn niemand es wahrnehme, vertritt Berkeley genau die Gegenthese. Für den Iren ist klar, dass die Nebukadnezar nicht mehr existieren würde, wenn es keine bewusstseinsmedialisierten Ideen, Gedanken gäbe, die sie individuieren könnten. Berkeley schreibt: It is indeed an opinion strangely prevailing amongst men that houses, mountains, rivers, and in a word, all sensible objects have an existence natural or real, distinct from their being perceived by the understanding. For what are the aforementioned objects but the things we perceive by sense and what we do we perceive besides our own ideas or sensations? And is it not plainly repugnant, also es ist nicht verabscheuungswürdig, that any one of these or any combination of them should exist unperceived? Dass beide, Morpheus und Berkeley, so unterschiedlicher Meinung sind, ist nicht ganz einsehbar. Denn schließlich scheinen beide dieselbe Meinung bezüglich unseres durch Sinnesreize geprägten Zugangs zur Wirklichkeit zu haben. Das sagt ja das erste Zitat von Morpheus. Beide gehen davon aus, dass sich die Wirklichkeit durch Sinnesreize unserem Bewusstsein erst aufbaut. Dort werden sie zu Begriffen, Ideen, Repräsentationsformen über Dinge vereint. Für Berkeley macht jedoch nur die Rede von Ideen als die entscheidenden Gewissheiten von Gegenständen Sinn, während Morpheus die These vertritt, man könne auch von Gegenständen unserer Erkenntnis sinnvoll sprechen, wenn die Erkenntnisbeziehung selbst abgezogen wird. Nun ist aber Berkeley, wie erwähnt, dahingehend recht zu geben, dass wir nicht aus unserem Erkenntnismuster hinaustreten und Tatsachen mit der Repräsentation in unserem Kopf von außen beobachten können. Erinnern Sie sich, die Dialektik quasi zwischen der Außenwelt und meinem Bezug zur Außenwelt ist ja gerade eine, die ich nicht von außen noch mal beobachten kann. Ich kann zwar sagen, es gibt Tatsachen, die sind wahr da draußen und die erkenne ich,
aber ich erkenne mich in diesem Erkenntnisbezug nicht nochmal von einer Metaebene, wo ich einerseits die Tatsachen habe, unabhängig von meiner Beobachtung, dann meiner Beobachtung, und dann aus dieser Metabeobachtung sagen könnte, ja, also hier schließen sich beide kurz, und jetzt weiß ich, ja, die erste Beobachtung auf der Ebene 1 war wahr, weil ich jetzt ja die Tatsache von Meta 2 veridisch kontrollieren konnte zwischen Beobachtung und Tatsache. Ist ja selbstverständlich. Insofern könnte man erstmal Berkeley hier zustimmen, der sagt, na, ich komme hier nie aus der Erkenntnisbeziehung raus. Wie kann ich davon ausgeben, dass es Tatsachen oder erkenntnisunabhängige Tatsachen gibt, obwohl wir natürlich selbstverständlich sagen würden, aber indem ich urteile über Tatsachen, beziehe ich mich ja auf Tatsachen, da muss es ja wirklich etwas geben. Aber eben, man könnte mit Berkeley sagen, oder nochmal anders formuliert. Wäre ein Ausstieg unserer Erkenntnisbeziehung möglich, also aus dieser Dialektik zwischen mir, der etwas erkennt, und Tatsachen, auf die ich mich veridisch beziehe, dann könnte man sagen, wäre ein Ausstieg wirklich möglich, dann eventuell nur quasi in einem Moment einer Psychose, also wenn ich quasi meinen eigenen Zugriff zur Wirklichkeit verliere, dann aber auch in dem Sinne nicht mit einer Wirklichkeit konfrontiert bin, die mir zeigt, wie sie an sich ist, sondern eher dann mit einer Wirklichkeit, die ein Chaos aller möglichen Vielheiten wäre. Ich erwähne diesen Umstand, um deutlich zu machen, dass der Glaube unserer Alltagspsychologie, der uns als Individuen von einer scheinbar aus neutral gegenüberstehenden Außenwelt abgrenzt, selbst schon eine höherstufige Kognitionsleistung ist. Man könnte auch sagen, als wahrnehmungs- und bewusstseinstrainierte Organismen, die wir sind, werden wir in der Genese unseres Erwachsenwerdens nicht selten immer blinder gegenüber dem von uns erlernten und auferlegten Verarbeitungsmustern, sogenannte Meme, die uns die umgebende Wirklichkeit objektivieren. Die Templates unsere Reizverarbeitungsmuster bringen regelrecht die Objekte mit, die sie in der Verarbeitung sinnlicher Anschauung instanziieren. Das wäre die Position, die Berkeley stark macht. Die Muster, die Ideen bringen die Objekte mit, die wir dann angeblich draußen in der Wirklichkeit erkennen. Natürlich gleichen die sich mit etwas ab, aber die gleichen sich mit etwas ab, was wir nicht außerhalb der Idee nochmal kontrollieren können, weil die Idee uns das Objekt ja erst zuträgt, als die Tatsache, von der wir meinen, sie sei objektiv, zum Beispiel wahr, wenn wir im Gespräch mit anderen über bestimmte Sachverhalte sind. Und im gewissen Sinne beruht das Ziel von Erziehung, also kognitiver Erziehung und kultureller Prägung darauf, dass wir alle diese Muster erlernen, symbolische Formen, um überhaupt erst die Möglichkeit haben, mit anderen Menschen wirklich eine Matrix zu betreten, das heißt einen gemeinsamen Raum, in dem wir uns begegnen können, so wie Neo und Morpheus in dem Bereich des Construct. Unterhalb der Ebene des Wissbaren, oder man könnte auch sagen, unterhalb der Ebene dessen, was wir für objektiv halten, gibt es gar keine reine unbegriffliche Sinnlichkeit, kein Empfindungsrepertoire, das quasi logische Atome registriert. Wahrnehmung ist also nie einfach eine Aufnahme von Gegebenen wie ein infallibles Absaugen von Tatsachen. In der Wahrnehmung bewegen wir uns selbst immer in Begründungszusammenhängen und erst, wo diese Begründungszusammenhänge mit neuen Erfahrungen im Widerspruch geraten, bemühen wir uns um neue Begründungszusammenhänge. Aber Sie sehen, die Grundidee Berkeleys ist gar nicht so falsch, wenn er sagt, wenn ich aus der Erkenntnisbeziehung gar nicht austreten kann, dann muss ich die Konsequenz nehmen, dass das, was für mich die objektive Welt ist, eine objektive Welt ist, die mir quasi nur durch eine kollektiv geteilte Matrix zugänglich ist.
dass wir mit unseren Begründungsmustern die Wirklichkeit so schnell kategorisieren, dass wir den Akt der Kategorisierung gar nicht mehr nach wahrnehmen, kann folgende Folie veranschaulichen. Ich gehe davon aus, dass Sie zwei Dreiecke erkennen. Aber die Frage wäre doch, warum erkennen Sie nicht sechs Seiten oder eine bestimmte Anzahl von Pixeln? Warum war es gerade die Dreiecksform, die Ihnen die Erkenntnis dieser beiden Dreiecke nahelegt? Das ist ein primitives Beispiel, aber um Ihnen nur noch mal deutlich zu machen, wie schnell wir etwas kategorisieren. Man könnte sagen, es gibt auch andere Begriffe, mit denen wir uns auf einen bestimmten Reizinput beziehen können. Eben, warum erkennen wir nicht sofort die sechs Seiten, warum erkennen wir sofort drei Dreiecke, oder sollten wir einen etwas präziseren Augensinn haben, nicht gleich eine bestimmte Anzahl von Pixeln. Und jetzt stellt sich die Frage, also was ist der objektive Rahmen oder was verifiziert nun, ob es sich um sechs Seiten oder um Dreiecke handelt? Ich könnte sagen, die Tatsache ist ja sehr unterschiedlich auslegbar. Jetzt würden Sie sagen, ja, aber die Dreiecke ist irgendwie intuitiv sofort das Muster, was wir am meisten erkennen. Aber darauf will ich ja hinaus, Ihnen deutlich zu machen, dass das, was wir für objektiv halten, eine höherstufige Kognitionsleistung ist. Barclays Argument für den Idealismus ist unter einer bestimmten Perspektive also nicht so absurd, wie es zuerst erscheint. Man muss, wie gesagt, nur berücksichtigen, dass unsere Ideen oder propositionalen Gedankeninhalte über Tatsachen in der Welt eben nicht die Außenwelt einfach so abpausen, sondern dies gemäß der unserer Spezies eigentümlichen Subsumptionsmuster von sinnlichen Anschauungen zur Außenwelt tun. Und weil wir mehr oder weniger all diese Grundfähigkeit haben, einer bestimmten Art und Weise Anschauungen zu subsumieren, begegnen wir eben uns auch in einem Bereich, von dem Kant sagt, es sei der Bereich der Erscheinungen. Aber eben ein Bereich der Erscheinungen und nicht ein Bereich der an sich seienden Wirklichkeit. Dem entgegen steht dann die Überzeugung von Morpheus, die Dinge würden einfach weiter existieren, wären wir Menschen eines Tages einfach nicht mehr da. Und wenn wir uns das für eine Sekunde mal vorstellen und jetzt vorstellen würden, dass die ganze Welt weg wäre, oder also alle Subjekte aus München abgezogen wären, dann scheint das auch ganz selbstverständlich, was Morpheus sagt, denn dann gäbe es ja immer noch die Straßen, die Häuser, U-Bahnhöfe etc., die München ausmachen. Und das ist ja die Intuition, auf die sich Morpheus bezieht. In dieser Fantasie ist jedoch ein Fehlschluss verborgen, oder den mache ich jetzt mal stark. In dieser Fantasie schauen wir nämlich immer noch durch die Wirklichkeitsmuster unseres Denkens auf diese Fantasie eines menschenleeren Münchens. Aber genau das sollen wir versuchsweise gerade nicht tun. Das heißt, schauen Sie auf eine Wirklichkeit ohne aus der imaginierten Perspektive des menschlichen Verarbeitungssystems diese Wirklichkeit zu instanziieren. Denn die menschliche Spezies instanziiert ja die Wirklichkeit nach bestimmten Mustern. Denn wir können uns nichts vorstellen unter der Bedingung, dabei nichts durch irgendeine Form zu individuieren. Das heißt, wenn wir uns vorstellen, München abzuziehen, es gäbe gar keinen Blick von nirgendwo mehr, nur noch die Leopoldstraße, nur noch die Schellingstraße, ohne Menschen, ohne wahrnehmbare Menschen, dann ist auch diese Fantasie natürlich immer schon, dann sehen wir München immer noch die Straßen. Stellen wir uns aber einen anderen Organismus vor, der andere Subsumptionsregeln hat. Woher weiß, sagen wir, dieser Wahrnehmungsorganismus, dass er eine Differenz zwischen den Autos auf der Leopoldstraße machen soll und der Leopoldstraße? Warum kann ein anderer Organismus nicht die Schellingstraße und die Leopoldstraße zusammensehen? Warum gehört nicht zur Leopoldstraße auch noch alle Ampeln, die da draufstehen? Sie sehen, um etwas zu erkennen, haben wir ganz selbstverständlich die Instanziierungsmuster. Und die Instanziierungsmuster legen uns natürlich nahe. Natürlich gibt es diesen Tisch, dieses Pult auch vorher, aber Sie müssen mal daran denken, all diese Objekte, die wir erkennen, sind selber schon Begriffsstrukturen, in denen diese Objekte uns entgegenkommen. Wie gesagt,
Warum, unter welcher Subsumption kann ich sagen, dass das hier ein Pult ist und das hier nur ein Tisch? Warum gehören nicht beide zusammen oder bilden eine sogenannte meriologische Summe? Darum wird es in dieser Vorlesung in den nächsten Wochen immer wieder gehen, also nochmal sich die verschiedenen Theorien anzuschauen, die entweder eine realistische oder antirealistische Position vertreten oder eben eine idealistische wie Barclay. Aber Sie sehen das Dilemma, wenn ich überlege, etwas zu individuieren, ohne dass ein Bewusstsein da ist, fällt es mir schwer, das, was ich individuieren möchte, aus diesem von einem Blick von Nowhere überhaupt erstmal zu identifizieren, weil es alle möglichen meriologischen Summen bilden kann, von denen ich erstmal denke, wenn die Begriffe stehen, mir diese meriologischen Summen vollkommen absurd erscheinen. Aber warum sollten sie für ein anderes Wahrnehmungssystem auch absurd erscheinen? Ist doch erstmal eine Annahme. Das heißt, das, was für uns selbstverständlich erscheint, die begrifflichen Muster, sind abhängig von dem Organismus, der sich seine Welt aufbaut und in der er quasi zu Hause ist. Vielleicht noch einige, kann man das nochmal so zusammenfassen, also existieren die Dreiecke zum Beispiel, auch wenn ich nicht hinsehe, oder eben dann nur noch Pixel oder sechs Seiten. Unsere Begriffe, Ideen scheinen erst etwas zu individuieren, von dem wir nachträglich glauben, dass es da draußen in der Wirklichkeit ist. Mit welchem Token ein Muster, mit welchem Token Begriff Muster individuiere ich etwas, das dann als Type des Tokens existiert? Auch hier nochmal ein Beispiel, um deutlich zu machen, dass wir selbstverständlich die Wirklichkeit immer anthropomorphisieren müssen, weil das natürlich die Welt ist, in der wir uns zu Hause fühlen. Aber warum sollte es nicht unterschiedliche logische Formen des Erkennens geben, jeweils angebunden an die verschiedenen Organismen, die etwas erkennen? Eben zum Beispiel führen verschiedene Sinneswahrnehmungsorgane und deren kognitive Verarbeitung zu verschiedenen Fakten in Bezug auf einen und denselben Wirklichkeitsausschnitt. Was für das Bewusstsein einer Fledermaus verschlossen ist, mag für das Bewusstsein eines Affen offen sein. Und was für einen Menschen offen ist, mag für einen Affen verschlossen sein. Wenn es aber diese Verschließungen gibt, gibt es eben natürlich auch nicht einfach nur eine naive Wirklichkeit, die wir abpausen. Welches Bewusstsein definiert, welche Außenwelt es tatsächlich gibt? Sind alle Bewusstseinsformen im selben logischen Raum der Erscheinung? Und dann wäre zu klären, was meine ich mit dem logischen Raum der Erscheinung? Deutlich ist erstmal klar, dass es eventuell verschiedene logische Formen von Räumen von Erscheinungen gibt. Und wie dies aussieht, werde ich Ihnen in den nächsten Vorlesungen darlegen. Vielen Dank erstmal.